willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Heute mit einem Schiedsrichterkollegen und zwar dem Lukas. Du kannst dich ja gerne mal vorstellen. Hallo Steven, erstmal herzlich willkommen hier bei deinem Podcast. Ich bin natürlich sehr gerne deiner Einladung gefolgt. Wenn du anrufst und sagst, du willst was machen, bin ich natürlich der Erste, der kommt. Sehr gut. Ja. Also ich pfeife seit 21.04.2009 pfeife ich und pfeife aktuell für den Hamburger Sportverband, für den BSA Alster. Wir sind der größte Verband oder der größte, wie kann man es sagen, Bezirk. Und ja, und für Eintracht Norderstedt. Ja, die Mannschaft sollte man auf jeden Fall kennen. Durch die vierte Liga jetzt oder fünfte? Nee, wir spielen vierte Liga, Regionalliga Nord. Ziemlich gut, wir sind glaube ich Tabellenplatz 5. Ja, Aufstieg, ne? Nee, Aufstieg wird wahrscheinlich nicht sein, weil wir haben am Anfang die ersten, ich sag mal, 5, 6, 8 Spiele. Sah es bei uns nicht so gut aus, da waren wir mehr so im unteren Tabellen, so unterm Tabellenviertel. Ja, ja, hauptsächlich hochgearbeitet, ne? Durch die letzten Spiele. Ja. Ja, warum machen wir diesen Podcast? Ganz einfach, wir wollten einfach mal Fußball aus der Sicht des Schiedsrichters vorstellen. So in mehreren Einzelheiten, zum Beispiel, wie gehen wir mit Fehlentscheidungen um? Was nehmen wir vom Spiel mit? Oder so generell unser Schiedsrichterleben, wie unser Leben das beeinflusst. Und ja, da kannst du jetzt ja gerne mal anfangen. So, wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du Schiedsrichter bist? So, also ist ja schon was in die Welt gekommen, sagen wir mal, wo du am Wochenende halt öfter mal unterwegs bist oder auch unter der Woche. Also kein Corona ist. Ja, der war gut, Steven, der war gut. Ja gut, Corona gibt es zum Glück nur als Bier. Das trinke ich immer ganz gerne. Ja, deshalb mag ich ja Corona, aber nur im positiven Sinne. Ja. Na, nee, also ich sag mal so, nachdem ich eigentlich den Schiedsrichter gemacht habe, ich habe meine Ausbildung damals in Thüringen angefangen, beim SC 1910 Fieselbach. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war eigentlich die geilste Aktion, die ich mache, weil ich liebe selber Fußball und weil ich sehe mich als Fußball jetzt nicht so, als Sportler, als Fußball direkt. Und da dachte ich, okay, mache ich doch mal was. Eins war mir zu viel, ne? Nein, ja, der war gut, ja auch. Nee, aber nee, ich wollte lieber Schiedsrichter machen, weil ich finde, als Schiedsrichter gehst du hin, du machst deinen Spielauftrag und du gehst und du tust erstmal was Gutes für deine Fitness. Bist an der frischen Luft draußen und was das Dritte ist eigentlich auch, du tust was für die Allgemeinheit. Du Ehrenamt. Ja, Ehrenamt, genau. Na gut, du verdienst halt nicht, ne, die Welt. Ich sag mal, man wird da jetzt nicht zum Millionär. Da muss man schon. Man muss arbeiten für das, was man tut. Also man bekommt schon ganz schön viel entgegen von den Spielern vor allem. Teilweise nicht jedes Spiel, aber viele Spiele. Also ist das Geld eigentlich schon gerechtfertigt, wenn nicht sogar zu wenig, würde ich sagen, für pro Spiel. Also jetzt bei uns jetzt hier im Vergleich für so ein D-Jugendspiel 12 Euro, wo die Eltern mich 60 Minuten lang ankacken für jede Aktion. Das ist gut, aber halt manchmal so, ne? Ja gut, aber ich meine, da musst du dazu auch rechnen. Ja, deswegen ist halt gut, ne? Du baust halt auch mit diesem Job, sagen wir mal, Selbstbewusstsein auf. Du auch als wenn du mit, sagen wir mal, 14, 15 anfängst oder 16, dann kommst du da rein, hast, weiß nicht, keine Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein, dann kommst du da rein und baust dir das nach und nach wieder auf. Also du kannst irgendwann mit diesen Situationen umgehen. Das stimmt. Ich finde aber auch, dass du als Schiedsrichter, dass du auch, wenn du jetzt im Arbeitsleben bist, weil früher habe ich Entscheidungen einfach so getroffen, ohne nachzufragen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich als Schiedsrichter zum Beispiel jetzt eine Situation habe, wo ich sage, könnte es Elfmeter sein, könnte es nicht sein, diese Bruchteil von Sekunden. Ja, aber da gehe ich meistens immer, höre ich meistens immer so auf mein Bauchgefühl, dass ich einfach sage, war es oder war es nicht, weil du hast immer, oder anders gesagt, ich sage, wenn ich zum Spiel fahre, das ist ja nicht nur, dass ich da hinfahre und das Ding pfeife, ich erkundige mich meistens schon so ein, zwei Tage vorher, gucke ich dann schon meistens in die Tabelle rein, wo stehen die, geht es jetzt erster, zweiter oder zweiter, dritter, geht es da um was, können die noch aufsteigen oder ist Abstieg, wenn natürlich jetzt, ich sag mal, letzter gegen vorletzter steht, beides im Abstieg, dann weiß er, okay, das Ding ist eigentlich, ja gut, gelaufen oder ist es so, dass beide punktgleich sind und es geht noch um Aufstieg, auch um Aufstieg oder auch um Abstieg, ja, wo es um was geht. Dann gucke ich meistens auch noch nach, wie ist die Fairness-Tabelle, sind die weiter oben, sind die weiter unten, wie viele gelbe Karten haben die und sowas. Und ich informiere mich dann auch schon meistens bei Schiedsrichterkollegen, wenn ich die kenne, sage, hier, sieht aus, hast du da schon mal gepfiffen? Das geht dann schon in die Spielvorbereitung rein. Also was machst du? Du fängst mit dem an, dass du die Spiele versuchst zu analysieren, so versuchst für dich selbst vorzubereiten, was erwartet mich da, was kann auf mich zukommen, was muss nicht auf mich zukommen.
Und was machst du als nächstes? So sagen wir mal am Spieltag. Morgens. Am Spieltag. Hast du irgendwie so ein Ritual, was du für dich selbst jeden Morgen machst? Weiß ich nicht. Eigentlich schon. Was ganz kurios ist, wenn ich am Spielort direkt dran bin, ja, dann lege ich, habe ich immer mein Buch, mein Regelwerk. Da mache ich immer, lese ich mir immer einmal die Abseitsseite immer durch. Immer. Das ist, habe ich mir damals mal so angewöhnt, weil ich einfach mal was gucken wollte. Und das ist bei mir so drin, dass ich mir das immer durchlese. Und ja. Und ansonsten bin ich da und versuche, ja, praktisch mit den Spielern oder auch mit den Trainern erstmal die Kommunikation zu suchen. Ja? Aber was ist deine Vorbereitung? So, was nimmst du jetzt vor allem, so was nimmst du mit, was packst du morgens ein? Bist du eher so jemand, der sich wirklich den Abend davor das einpackt, sodass man das, es gibt ja Leute, ne, aus unserem bekannteren Kreis, die packen schon abends die Tasche und haben dann halt die Sicherheit, dass morgens halt nichts fehlt? Oder bist du so jemand, der auf der letzten Minute noch eben alles versucht reinzuwerfen? Nee. Wenn ich das mache, dann packe ich meine Tasche schon, versuche es abends zu packen oder morgens halt. Packe ich meine Sachen, kontrolliere nochmal, ist alles da. Und bist du ein verlässlicher Typ für die Schiedsrichter-Obmänner, sagen wir mal so? Hast du schon mal, oder gibst du oft Spiele ab, kurz vorher, oder bist du auch einsatzbereit, sagen wir mal, wenn die dich einen Tag vorher fragen, ob du ein Spiel übernehmen kannst? Klar, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wenn die anrufen, sag, hier kannst du morgen pfeifen, na ja, klar, gib her. Und dann mach ich das. Ja, ich sag mal halt, klar musst du auch mal kurzzeitig mal absagen, wenn da Termine zwischenkommen, die du nicht beeinflussen kannst. Ja, ja, dann, das ist aber was Wichtigeres, sagen wir mal so. Genau. Also was nimmst du mit so am Spiel? Was hast du immer dabei? Was nimmst du auf dem Spielfeld mit? Aber erstmal so, was nimmst du am Morgen mit? Duschst du vor dem Spielort oder bist du eher so jemand, der dann sagt, nee, ich will das nicht so? Also machst du alles am Spielort? Auch zum Beispiel den Spielberichtsbogen? Oder machst du das alles zu Hause am Handy in Ruhe? Das kommt immer, das kann ich so nicht sagen. Ich sag mal so, das ist halt immer... wie ist der Verein bezogen? Wie sind die Schiedsrichterkabinen? Sind die groß? Sind die sauber? Klar. Ja, hier in Uxien ist schön sauber, ordentlich. Ja, groß. Klar, auf jeden Fall. Und klar, wenn ich natürlich in Kabinen reingehst, ja, und du guckst sie dir an und sagst, ja, okay, da hätte man auch mal wischen können und sie sagen, naja, das ist alles sauber. Und du guckst sie dann an, Spinnweben hängt schon an dir dran und ist halt einfach siffig, dann dusche ich zu Hause. Ja. Ja. Aber sonst versuche ich schon da zu duschen. Und ich versuche den Spiel, kommt immer aufs Spiel drauf an. Entweder wenn es emotional ist, dann mache ich den Spielbericht zu Hause fertig, aber meistens versuche ich ihn am Ort mit einem geeigneten elektronischen Gerät. Ein PC, aber das ist halt auch nicht überall gegeben. Ja, das ist stimmt. Leider so. Ich bin oft zu Orten gegangen, da ging der Drucker nicht. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der unbedingt den Spielberichtsbogen als Drucker haben möchte. Ich habe das auf dem Handy, da ist alles gut. Aber da ging der PC nicht, da ging das Internet nicht, da hatten sie gar keinen PC. Da musste halt mal auch der Trainer einfach, wenn du zum Beispiel, ich hatte an dem Tag kein Internet mehr, musste mir der Trainer Internet geben, aber das ist irgendwie alles schon zu lösen, ist sind, aber natürlich sind, nicht sind gut vorbereitet. Sind die aber auch verpflichtet? Weil ich mach's immer so, wenn da was nicht funktioniert, gleich USB, Online-Spielbericht und nach Spielende reinschreiben, fertig. Weil ich meine, so können wir das halt nur bekämpfen. Weißt du? Ich sag, aber es kann sich halt momentan auch nicht jeder Amateurverein leisten, dass ein PC da hat, der funktioniert, dass es ständig geupdatet werden muss. Ja gut, da aber erwarte ich halt auch ein Zukommen von dem, von den verschiedenen Verbänden, dass sie sagen, wir statten jeden Verein gleich aus, damit jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Dann bezahlt die Hälfte davon und die Hälfte der Verein. Ja gut, aber ich sag mal, wie teuer ist ein Tablet? Gibt's ja auch schon die günstigen Tablets, weißt du? Ja, da brauchst du noch Internet, einen Router. Ja, ich mein, jeder... Deutschland ist gut ausgerüstet, weißt du, Internet ist überall da, weißt du, wenn man will. Ich sage immer, wenn man will, kann man es machen. Ich war neulich auf dem Dorf außerhalb von Hamburg, und zwar BSA Alster. Wir müssen ja manchmal auch mal in andere BSA einspringen, so nach Harburg oder Pinneberg und sowas, wenn wir mal in die Kreisliga gehen. Und da waren wir, Bockholz, Hahnräder, ist der äußerste Bezirk, bevor es danach hochgeht, in den Schleswig-Holstein-Verband Westküste. Und der Verein... Ja, der wirklich am Arsch der Welt ist, wo am Tag zweimal der Bus fährt, direkt an den Sportplatz. Da hatten wir es so, dass die sogar ein besseres Internet hatten als manche andere Vereine in der Stadt. Ja. Und da frage ich mich, wenn man es will, kriegt man es auch hin. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu dem, was wir eigentlich wollten. Ja? Was hast du alles in den Taschen? Wo hast du es in den Taschen? Weil das ist ja auch von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich. Manche haben wirklich eine rote Karte hier oben drin, manche haben die hinten, so symbolisch, ne? Dann war es der Spieler auch schon direkt. Ich greife dahin, ist vorbei. Es hat immer so das Auftreten. Was hast du immer so dabei und wo hast du es dabei? Also ich habe meine Schiedsrichterkarten. Ich habe so ein Ledermäppchen, da ist gelb und rot alles drin.
in so einem Ledermäppchen. Das heißt, wenn es mal regnet oder was, habe ich meistens in der, warte, ich bin Rechtshänder, habe ich in der linken Tasche drin. Rechts und links habe ich natürlich einen Stift sitzen, meine Willmarke, ganz klar, die Willmarke mache ich in die Arschtasche. Die mache ich immer, das ist ein guter Trick, in den Stutzen rein. Da machst du den Stutzen auf und packst diese W-Marke rein und kannst sie in der Halbzeit rauspacken. Da fällt sie dir auf keinen Fall raus. Also Tasche ist mir schon mal rausgefallen. Ich habe schon so viele verloren. Also es ist echt ein guter Trick, das in die, in die Stutzen rein. Danke, Steven, für den Tipp, denn den würde ich natürlich mal gerne annehmen. Aber ansonsten habe ich 2 Stifte mit, Kulis. Ich teste die vorher, ganz wichtig. Weil es kann immer mal sein, dass du schreibst. Beide leer, dann weißt du. Nee, es kann immer mal, ist mir mal passiert, weil ich schreibe gegen auf einmal der Kuli nicht. Aber zum Glück, weil ich ein Fuchs bin, nehme ich immer 2 mit. Und da hatte ich 2 mit. Ja, aber gut. Wir sind dann beide schon mal rausgefallen. Wir haben sie im Spiel mit zurückgegeben. Okay. Weil stand ich da, dann wollte ich das Tor eintragen, hatte ich kein Stück mehr. Nee, und. Nee, der war gut. Und. Nee, aber ansonsten stecke ich zwischen meine gelbe und rote Karte stecke ich auch die Spielnotizkarte rein. Und ich nehme immer 2 mit. Falls eine rote Karte entsteht, was bei uns ja im Hamburger Verband ja öfters passiert, weil wir auch sehr viele südländische Mannschaften haben, dass dir sowas nicht passiert. Ja, das habe ich schon sehr aus der Schiedsrichtergruppe rausgehört, aus den Spielberichten, dass es bei euch sehr viele rote Karten gibt. Ja. Fast in jedem Spielbericht mal eine rote drin. Ja, also ich bin da eher, also was pfeifst du so verbandsmäßig, beziehungsweise von der Höhe her? Also ich pfeife, ich bin ja in der Nachwuchsgruppe drinne. Mit Aufstieg, aber ich werd nicht mal aufsteigen, ich bin nur in der Nachwuchsgruppe ohne Aufstieg. Ich pfeife Verbandsliga Jugend, die höchste Klasse ist ja die Verbandsliga, Oberliga Hamburg Junioren. Und da mache ich halt noch im Gespann Kreisliga und ich pfeife Männer, Kreisklasse und Jugend, da kommt immer drauf an, auf die Ansetzung. Manchmal hatte ich kurz eine Landesklasse gehabt, war Jugend und sonst mache ich Männer, Kreisklasse. Du reicht mir auch, weißt du? Hinfahren, Spiel pfeifen und dann wieder gehen. Und Spaß haben. Ja, das ist das Wichtige, dass du Spaß hast an der Sache. Weil wenn du keinen Spaß mehr hast, dann sollst du aufhören. Ja. Dann ist es nur Krampf. Dann, weil ich meine, wenn man sich anguckt, wie wenige Schiedsrichter im Vergleich in höherklassigen Ligen pfeifen, dann muss man sich auch einfach irgendwann mal zugestehen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, in deinem Alter oder so ist, dass man es halt einfach nicht mehr schafft so. Dass man das Ding halt auch Spaß macht und nicht auf Krampf versucht, irgendwie aufzusteigen und damit Geld noch mehr zu verdienen. Sondern man soll einfach sagen, ich mache das aus Spaß. Und es ist halt ein Hobby für mich. Ja. Ist es denn ein Hobby für dich oder ist es mehr? Nur ist Hobby. Oder ist es schon so ein kleiner Nebenjob für dich? Weil du pfeifst ja an sich auch relativ viele Spiele, also könntest du es, ich weiß nicht vom einen, wie viel ihr da verdient. Nee, wir kriegen 21,50 Euro alles mit Fahrtkosten. Fahrtkosten ist bei uns eine Tageskarte 6,60 Euro. Vor 6,50 Euro 10 Cent angehoben, Tageskarte Hamburger Fahrkarte, so eine Tageskarte. Und dann 15 Euro. Also sagst du, das ist eher dein Hobby als dein Nebenjob. Und manche sagen ja auch in der Höhe, ja, es ist mein Nebenjob so. Ja gut, ich meine, ist schnell verdientes Geld. Ja. Ich habe mal durchgerechnet, wenn du 2 Spiele hast am Wochenende, das sind 40, warte mal, ja, sind ja, ich sag mal so um die 50 Euro, das machst du jedes Wochenende, kannst du ausrechnen. Hast du 200 Euro noch nebenbei. Und wenn du das im Jahr zusammenrechnest, aber du musst halt auch gucken, was du dafür gemacht hast. So, die Spiele sind halt auch immer unterschiedlich so. Vor allem in der ersten Hälfte der Saison ist ja alles noch relativ ruhig. Und hitzig wird es ja erst, wenn es dann um die finalen Plätze geht. Zu Ende der zweiten Rückrunde. Nein, ich würde sagen, bei uns ist das schon so, dass es schon ab der Kreisklasse, dass da schon bei manchen die Sicherung durchbrennen. Also das sind aber auch immer manchmal so persönliche Konflikte. Aber ich meine jetzt so generell, dass es in der zweiten Hälfte mehr hitziger ist als in der ersten, weil es halt da um die finalen Tabellenplätze geht. Ja, ja. Aber ich sage immer, Top-Spiele gibt es ab der dritten Liga als unten drunter ist Not gegen Elend. Ist ach, so. Komm. Ist so, Steven. Es gibt aber auch Vereine, wo es die das nicht verdient haben, dorthin zu kommen. Es gibt viele. Es gibt ja. Essen hat es nicht verdient. Wattenscheid. Insolvenz. Ja, aber ich meine jetzt die Vereine, die eigentlich in der dritten Liga spielen sollten. Essen. Guck dir an, Alemannia Aachen. Ja. Tivoli. Rote. Die haben sogar mal zweite Liga gespielt, mal ganz. Die waren richtig gut. Cottbus hat mal erste Liga gespielt. Ah, Cottbus kennt keiner. Ja. Was ist Cottbus? Ist das was zu essen? Ja, genau. Mit dem Schiedsrichter aus, was kommst du überall im DFB-Gebiet auf alle Spiele rein? Weil es soll ja, dieses Video dient ja auch dazu, dass vielleicht einige von euch da draußen sich dazu entscheiden, Schiedsrichter zu werden. Momentan geht es leider halt nicht. Die Anwärterlehrgänge sind alle gestrichen worden der nächsten Zeit. Aber wenn jemand von euch sich dafür interessiert, in einem Fußballverein spielt oder was weiß ich, wendet euch an euren Schiedsrichter Obmann. Oder wenn ihr den nicht kennt, dann euren Trainer. Der wird das alles schon weiterleiten. Und dann kommt ihr jetzt erstmal zu
zu sagen, wie man den Pass eigentlich macht, ne? Ja. Du kommst, glaube ich, zu einem dreitägigen, du musst dreimal hin, bevor du die Prüfung hast. Das ist Landesverband unterschiedlich. Ja, also bei uns ist es, glaube ich, dreimal, dass du dreimal Lehrabend hast und dazwischen kriegst du halt in dieser App Aufgaben. Und dann hast du irgendwann die Prüfung, da darfst du 5 Fehlerpunkte haben von 30 Fragen. Ich hatte gerade so 5. Ja, dafür bist du auch Schiedsrichter geworden. Ich hatte sogar noch Glück, weil es gab eine Frage, die die später rausgenommen haben. Und weil die umständlich erklärt worden ist und falsch erklärt worden ist, aber die hätte ich falsch gehabt. Also wäre es mein 6. Fehlerpunkt gewesen. Boah, okay. Wenn du halt 5, ne, dann hast du die schriftliche bestanden. Und dann kriegt ihr halt das nötige Anfangsequipment, diese Schiedsrichtertasche mit diesem ganzen Inhalt hier, erstes Trikot, Stutzen und so weiter. Irgendwann könnt ihr halt auch nachfragen bei eurem Verein, ob ihr mehr bekommen könnt. Und dann geht es halt irgendwann um die Aufstiege. Wenn ihr Herren pfeifen wollt, gibt es halt Leistungsprüfungen. Aber die sind eigentlich, glaube ich, relativ einfach. Hast du schon mal eine Leistungsprüfung gemacht? Ja, habe ich. Mal hier in Farel hinten an der, wie hieß denn das an? In Farel hier mit, damals noch mit, wie hießen denn die ganzen... Nein, aber trotzdem, und noch von dem alten Kreis habe ich damals hinten in Farel den Test gemacht. Und einen Regeltest war ich eigentlich relativ gut. Ich musste nur einmal nochmal eine Ehrenrunde drin, weil nämlich die eine Frage, wie du schon gesagt hast, die war ein bisschen unständig formuliert. Eigentlich hätten beide Antworten richtig gezählt, aber da musste ich halt nochmal schreiben und bin dann mit 2 Punkten, zwei Fehlern durch. Du musst dich, wenn du sowas machen willst, du musst dich halt die Erfahrung machen. Du musst halt, klar, du bist auch in den ersten Spielen, möchte ich nochmal einsteigen, weil du gesagt hast, nach dem Kurs, wenn du fertig bist, du kriegst dann auch natürlich einen erfahrenen Paten, der die ersten 3-4 Spiele mitkommt, der dir zeigt, wie du es machst und der dich dann auch nochmal so mental coacht, wo du gucken musst, ob du lauter in die Pfeife pfeifst. Der wirklich die Fehler aufgreift und sagt, was man daran besser machen kann. Also nicht einen runterzieht, sondern wirklich einen an der Seite steht bei Fragen. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Eltern um, die an der Seite stehen und einen zudröhnen mit irgendwelchen Sachen, die da rumschreien? Das kriegt er dann alles mit. Und wenn die ersten Spiele dann gemacht worden sind, dann irgendwann hat man sich auch so ein kleines Selbstbewusstsein aufgebaut. Und irgendwann baut sich das dann halt von Spiel zu Spiel auf. Dann kommt man C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend. Und das pfeift man dann irgendwann alles durch. Und irgendwann kommt man hin und coacht ihr andere. Genau, richtig. Das ist wichtig. Weil solche Coaches sind extrem wichtig. Vor allem... Man kann Glück haben, man kann aber auch kein Glück haben. Glück hat man, wenn man wirklich alte Leute bekommt, die zum Beispiel, wir haben jetzt ja einen Älteren im Kreis, der macht das und der hat eine Menge Erfahrung und der hat da auch schon vielen Leuten mitgemacht und die Leute, die er gecoacht hat, sind auch alle was geworden. Hoch. Klar, umso höher du steigst, höher gehst, umso besser wird der Fußball, ist ganz klar. Aber umso höher du gehst, umso dünner wird halt auch die Luft, gell? Da gibt es richtige Rankings mit Schiedsrichterbeobachtung. Ich weiß ja zufällig, dass du in der Landesklasse wirst du jedes Wochenende, kommt dann Beobachter vorbei. Landesklasse wird beobachtet und die gucken dann auch nach, wie sind die Bewertungen und wenn du da einen Fehlerpunkt machst oder sowas, die sind da rigoros, gell? Ja. Und da kriegt man, ja, bei höheren Ligen kriegst du generell so einen Saisonabschluss, so, was hast du so durchschnittlich gemacht und ob es dann im Endeffekt reicht, aber da müsst ihr auch erstmal hinkommen. Also erstmal müsst ihr euch durch die groben unteren Ligen durchspielen. Ja. Not gegen Elend, kann man sagen. Ja. Da, wo am Wochenende noch gesoffen wird und nächsten Tag ist Fußball. Und irgendwann kommt ihr dann wirklich da rein, wo es, wenn ihr es irgendwann attraktiven schafft, Fußball. Attraktiven Fußball, bezahlten Fußball. Nee, ich möchte agieren, da wo die Mannschaften auch saufen einen Tag vorher und den nächsten Tag hinkommen und nicht mal wissen, dass sie ein Spiel haben. Also jetzt nochmal von diesem Außenthema wegzukommen, sondern wirklich um den Leuten beizubringen, so was auf dem Platz los ist. Wie erlebst du... ein Spiel aus deiner Sicht, ich meine, Emotionen gehen ja trotzdem mit einem mit, das kann man auch, haben die höchsten Schiedsrichter gesagt, nicht ganz verstecken so. Du hast trotzdem, wenn jemand auf dich zugerannt kommt, der macht ein grobes Foul, hast du trotzdem Emotionen und sagst dir selbst, so geht das nicht so, wie gehst du damit um? Wie erlebst du das Spiel aus deiner Sicht? Also, Emotionen sind gut und ich finde, die gehören auch zum Spiel dazu. Aber alles muss auch in einem gewissen Maße im Zaun gehalten werden. Wenn natürlich da einer rumschreit und meint und zieht sich ein Trikot aus und schreit rum, ey, wer Ronaldo oder sowas, ja, dann muss man natürlich da dementsprechend auch mal einschreiten. Aber insgesamt, finde ich, gehört es auch dazu, dass man als Schiedsrichter viele Sachen weghört oder auch einfach mal einen Spruch macht. Sag hier, wenn einer meint, was fasst du denn da für eine Krütze? Sag hier erstmal, Krütze ist was Geiles, kann man essen und zweitens, ich pfeife die Krütze, die du spielst. Das ist halt auch immer die Art von Schiedsrichter. Entweder bist du so jemand, der wirklich direkt Karten gibt und sagt, nee, so geht das nicht, hör auf damit, oder bist du jemand, der das mit guten Sprüchen kontert. Und ich finde, wenn du eine gute Art auf dem Spielfeld hast, dann wirst du auch respektiert, egal von welcher
Liga klasse. Wenn du damit gut umgehst, so dumme Sprüche abwehrst, mal selbst einen Spruch raushaust, wenn du jemandem eine gelbe Karte gibst, so, das sind so Sachen, die einen Schiedsrichter ausmachen. So, die jeden selbst unterschiedlich machen zu anderen Leuten. Genau, und ich finde halt auch immer schlimm, wenn du Kollegen hast, die, weißt du, die nur Karten verteilen, weißt du, weil das ist auch die eigene, dann kannst du ja auch schon erkennen, dass der keine eigene gute Außendarstellung hat. Weil ich finde, als guter Schiedsrichter kann ich mich noch erinnern, damals an meinen alten Ausbilder, und der hat mir mal einen Spruch gesagt: Schiedsrichter sollen nicht pfeifen, sie sollen leiten. Und diesen Spruch habe ich mir bis heute gemerkt. Und den setze ich auch immer noch an und komme damit eigentlich ganz gut weg. Klar, wenn Karten da sind, muss es geben. Ist ganz klar, wenn die zwingend notwendig sind. Aber ja. Wie Thomas auch schon gesagt hatte, auch während des Spiels ist es ja auch wichtig. Sehr wichtig, wie du mit den Spielern umgehst. Aber auch schon davor. Du kommst an und schon der erste Satz ist schon entscheidend. Wie nimmt der Trainer dich auf? Sagt er so, ja, das ist eine lockere Art, mit der kann ich während des Spiels umgehen. Oder ist so jemand, ja, moin, tschüss, ne? So ja. Jemand, mit dem du überhaupt nicht reden kannst. Und das ist auch beeinflussbar auf den Trainer. Gut, Trainer sind teilweise auch nicht anders, so, da brauchen wir gar nicht abschreiten. Aber es ist halt schon so, sagen wir, der erste Spruch, wenn du zum Platz kommst, zu Trainer, Spieler, was weiß ich, die haben schon direkt den ersten Eindruck von dir. Und der erste Eindruck zieht sich das ganze Spiel an. Ja, ich finde aber auch, du musst aber auch zum Trainer. Ja? Weil wir wissen alle, die Trainer, eigentlich sollte die Funktion sein, ihre Mannschaft zum Sieg coachen. Ja? Hm. Aber bei viele Trainer schaffen es einfach nicht, weil sie einfach, weiß ich nicht, entweder können sie es nicht oder sie schreien um. Selbst ihre Mannschaft mit solchen Aktionen. Ja, und ich finde es immer ganz schlimm, wenn ein Trainer die Mannschaft anschreit. Weil dann kannst du immer erkennen, dass der Typ, das, was er denen da versucht im Training unter der Woche beizubringen, dass er selber nicht verstanden hat. Weil ein Trainer, der nur immer rumschreit und seine Menschen anschreit, das ist, da macht man sich auch ein bisschen, ich sage einfach, das ist für mich kein Trainer. Das ist einfach nur einer, der hat keine Ahnung von dem Job, was er da macht. Und ein guter Trainer gibt Anweisungen, erklärt ihm das ordentlich. Und das, daran kannst du auch schon erkennen, wer dahinter steckt. Ja, genau, wie er es macht. Ja, und das ist halt auch extrem wichtig fürs Spiel. Auch wenn man selbst zum ersten Mal hinkommt, ist natürlich auch andersrum so. So der erste Spruch, den er raushaut, was ist er für ein Typ, da siehst du schon so, wird's während des Spiels hitzig, aber ich hasse auch die Leute. Ja, ich biete dir alles so, ich bin ganz toll an der Seite und ich bin ganz toll und ich bin ganz nett an der Seite, ich habe kaum keinen Spruch raus und dann erste Minute schon der erste Schreier, weißt du? Ja. Und das finde ich halt auch sehr schlimm. Also die Art von den Trainern ist für euch wichtig, wie leite ich das Spiel. Und wenn es wirklich mal zu weit geht im Spiel, zu sagen, stopp, so weiter geht's nicht. Man kann ja jetzt auch gelb und rot für Trainer verteilen. Dann sagt man halt mal bei der nächsten Sache, wo hier rumgeschrieben wird, ist gelb, fertig aus, egal von wem, gelb. Nee, bei uns ist die Anweisung, wir sollen Trainern ab sofort nur noch rot geben. Und ich schwöre dir, ich gebe den Trainern nur noch glatt rot, wenn die komplett rumschreien. Weil, ich sag mal, sobald du einem die rote Karte zeigst, weißt du, die anderen, oh, mit dem brauchst du nicht machen. Der greift sofort durch. Und das ist mir scheißegal, da schreibe ich gern einen Bericht. Klappe. Ja. Und bei uns ist auch so weil du hattest mich ja auch mal angesprochen hier, wegen dem Mangel an Schiedsrichtern. Hm. Weil wir haben auch im Amateurbereich haben wir auch viel Mangel an Schiedsrichtern. Und was mir jetzt aufgefallen ist, oder was bei uns der Verband macht, wir haben jetzt, weil wir auch so viele Abbrüche hatten und wegen rassistischer Äußerungen und Gewalten, dass wir jetzt vom DFB, das habt ihr bestimmt bei euch auch, diesen 3-Stufen-Plan, wie du es machen musst, wenn rassistische Vorfälle sind. Ist eigentlich, ich kann von unserem Verband aus nur sprechen und sagen, wir sind schiedsrichtermäßig gut aufgestellt. Unser letzter Kurs waren wir, ich will nicht lügen, waren insgesamt 35 Schiedsrichter bestanden haben. 35 Schiedsrichter, ja. Und von 35 haben, glaube ich, 34 bestanden und einer musste nochmal eine Ehrenrunde drehen. Aber das macht ja nichts. Weil wir brauchen ja auch Kollegen, die auch unten an der Basis, an der Wurzel mitarbeiten. Ja. Und, was ich immer nur sagen kann, Mädels, bewerbt euch, macht auch Schiedsrichter. Weil ihr könnt so schnell aufsteigen, die Frauen. Ja, so schnell. Ist echt, ja. Das ist heftig. Also sind wir jetzt da schon indirekt auf das Thema eingegangen, Schiedsrichtermangel. Hast du ja schon angesprochen. Wie siehst du die Entwicklung aus dem Amateurbereich? Weil es ist ja immer mehr Gewalt gegen den Schiedsrichter. Es ist ja, gibt ja auch schon die ihn dann verfolgen, weiß ich nicht, bis zum Auto und dann noch bedrohen und was weiß ich. Das sind ja auch so Gründe, warum Schiedsrichter aufhören oder direkt Schläge ins Gesicht. Gibt es auch viele Dokus. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, dass es natürlich nicht so sein muss. Ja. Aber wie siehst du so die Entwicklung, vor allem im Amateurbereich, was Schiedsrichter angeht, Schiedsrichtermangel und generell Gewalt? Jetzt zum Mangel hatte ich ja schon angesprochen. Ja. Dass der
allgemein, dass der DFB schon wirklich viel tut für die, auch für die, ich sag mal, für die Helden der Amateure. Ja. Amateure, die Helden. Ja. Der macht auch schon viel. Klar, du kannst es nicht sofort, du kannst nicht sofort erwarten, dass es sofort von 0 auf 100 geht, dieser Prozess, der da unten entsteht, ja, für die Amateure. Und wir werden ja auch viel geschützt und sowas. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir gar nichts haben oder sowas. Ja. Das dauert halt eine Zeit, bis sich das alles entwickelt, weißt du? Ich kann ja auch nicht einfach jetzt einen Baum pflücken, einen Apfelbaum einpflanzen und kann morgen erwarten, dass der morgen, ich weiß nicht, 20 Äpfel hat. Geht ja auch nicht. Der Prozess, das dauert ja eine Zeit. Aber ich bin der Meinung, dass der DFB auf DFB-Ebene für die Amateure schon viel tut. Ja, aber wie siehst du so die Entwicklung so? Positiv. Positiv? Okay. Ja, positiv sehe ich das. Mittlerweile wieder positiv. Es ging ja eine Zeit lang relativ negativ. Genau. Es ging ja runter und jetzt geht es vielleicht wieder hoch. Aber man muss einfach versuchen, mehrere Leute wieder anzuwerben für diesen Job. Man kann viel Selbstbewusstsein gewinnen. Das ist auch vielleicht für seinen Hauptjob nicht schlecht. Also es ist halt auch wieder die Sache, wie gehst du damit um? Bist du wirklich jemand, der über den Kopf von anderen dann redet? Oder bist du jemand, der auf Augenhöhe redet? Der wirklich auch beim Du ist? Keine Ahnung. Natürlich, die sollten noch einen siezen. Man kann auch duzen. Aber das sind so Beispiele, wie gehst du mit den Spielern um, so generell, bist du eher auf der Kopfebene, so Augenhöhe, oder bist du jemand, der von oben herab spricht über das ganze Spiel, seine Rolle wirklich richtig ausnutzt? Nein, ich meine, der über den Platz schreit, das ist immer, ich ziehe mir den Spieler ran, ich sage, kommen Sie her, Nummer 9, ich sage, Sie wissen, das machen wir nicht, gell? Ich sage, Hände, lass mal weg, weil dann, da bist du beim Sport, da bist du bei der falschen Sportart. Wenn du Hände spielen willst, gehst du zum Handball. Ja. Oder so. Einfach einen Spruch machen, weißt du? Und die meisten sagen, okay, ich mach das nicht mehr, weißt du? Ich bin einfach lockeren Spruch, trotzdem bestimmt, aber freundlich sein. Solltest immer so einen Tick drüber stehen, aber das nicht komplett ausnutzen, dass du sagst, dass du jetzt so wirklich richtig egoistisch bist und die anderen alle so abwehrst. Nee, das nicht. Wichtig ist auch, Fehler einzusehen. So zu sagen nach dem Spiel, ja, das war vielleicht nicht ganz richtig, ich habe das in dem Moment so gesehen und ich stehe dazu zu meiner Entscheidung, wie ich das entschieden habe. Aber im Endeffekt auch sagen, es war vielleicht falsch, aber das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Einfach mal dazu stehen, dass du auch Fehler gemacht hast. Ja klar, ich sag, ich mache auch Fehler, wenn du alleine bist. Ich bitte mit dir, wenn du alleine bist, machst du mindestens 10 Fehler im Spiel. Das ja. Kannst du alleine, wenn du alleine bist, kannst du nicht alles sehen. Und ich sage, Leute, ich bin alleine, ich sehe es nicht anders. Ich kann nur das in dem Moment entscheiden, was ich sehe. Tatsachenentscheidung. Ja. Weißt du? Und dann wissen die, okay, der macht nichts. Und was mir auch auffällt, viele Spieler kommen auch hin und sagen, oh Schiri, kannst du mir das mal erklären in der 38. Minute, wie war das hier mit dem Abseits? Weißt du? Da bin ich, komme ich doch auch von mir hin und sage, okay, ich habe es so gesehen, so war diese Situation, die habe ich so empfunden. Weißt du? Wenn jetzt aber einer hingeht und sagt, sag mal Schiri, was hast du denn da für eine Scheiße in der 38. Minute? Ich will das jetzt von dir wissen. Ja, sag ich Kollege, Tatsachenentscheidung. Was findest du für dich besser? Ich meine, ich weiß nicht, wie oft du in der Linie warst. Kann ich sagen, ich war bis jetzt 7-mal. Achtmal. Was findest du besser? Selbst Schiedsrichter, selbst, sagen wir mal, wir nehmen jetzt 3 Positionen. Alleine auf dem Platz, mit Assistenten auf dem Platz oder als Assistent auf dem Platz? Ganz ehrlich, ich finde eigentlich, alles hat seine Vorteile und Nachteile. Du siehst immer, also was ich immer gut finde, so alleine ist schwer, aber du findest für dich einen Weg, wie du das löst. Als Schiedsrichter mit Assistenten, klar, du hast nur so die Entscheidung für dich, die du hast, und die Assistenten machen den Job. Ja. Und als Assistent hast du nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Spiel. Genau, ja, ich finde, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und ich mag eigentlich alles. Weil ich finde, Assistent ist geil, weil du im Gespann bist und im Gespann, ich sag immer, oder wenn wir im Gespann unterwegs sind, ich habe selber auch mal im Gespann gehabt, da hatte ich damals vor Freundschaftskick Eimsbüttel gegen, warte mal, Eimsbüttel, ich kann ja gar nicht, ne, egal, auf jeden Fall hatte ich mal ein Gespann mit aus meinem Verein, was mit den Jungs, aber dazu, Leute, folgendes, wir sind ein Gespann, was ihr mir anzeigt, übernehme ich, ob es richtig ist oder falsch ist, wir übernehmen. Also. Ja, weil wir sagen, wir sind ein Kollektiv und in einem Kollektiv entscheiden wir alles zusammen. Klar, dass da manche Trainer damit nicht einverstanden sind, den Trainern kannst du es nie recht machen. Die wollen immer nur für sich das Beste rausziehen. Und ich mag eigentlich gern alles. Ich bin gerne Assistent. Ich pfeife auch. Ein bisschen Abwechslung, ne? Abwechslung, ja, genau. Weil ich finde immer, es gibt nicht schlimmer, wenn du nur alleine pfeifst und sagst, oh nee, Assistent mag ich nicht. Weil da kann ich ja nicht entscheiden. Klar kannst du entscheiden. Du kannst entscheiden, richtig abseits, Ecke anzeigen. Und das würde ich vielen jungen Kollegen auch empfehlen, wenn die das machen, dass sie einfach sagen, hör zu, Leute, das wollen wir machen. Mach das auch mal, weil dann so könnt ihr viel besser mit Abseits umgehen.
und könnt auch für euch selber absetzen, Schul. Klar, ob das, manchmal, ich habe in meinem ersten Spiel, das weiß ich noch, da war ich auch unterwegs gewesen, da war ich aufgeregt an der Linie. Klar habe ich da auch mal im Spiel 2 Abseits falsch angezeigt. Aber mein Gott, aber ich meine, aus den Fehlern lernt man ja. Dass man es beim nächsten Mal besser. Kein Spiel ist fehlerfrei. Erstens, Schiedsrichter machen auch Fehler. Richtig. Aber es ist wichtig, dass du das Spiel trotzdem souverän leitest und souverän über die Bühne gehst, dass du am Ende, dass die Spieler sagen, das Spiel war gut, ich bin damit zufrieden. Oder auch du selbst, ich bin damit zufrieden. Aber andersrum gibt es auch, muss man überlegen, wie viele Fehler ein Spieler macht pro Spiel. Ja. Falsches Stellungsspiel, falscher Pass, Schuss daneben, obwohl es eine hundertprozentige war, Torwartfehler, was weiß ich, da gibt es Millionen Fehler, die ein Spieler macht und Schiedsrichter machen, ich würde es mal übertreiben, manche machen nur eine Handvoll Fehler. Ja. Wirklich feste Fehler. Nicht jetzt so Sachen, wo man sagen kann, beides möglich, sondern wirklich, sagen wir mal, Abseits nicht gesehen, was 2-3 Schritte im Abseits war oder sowas halt. Ja, wenn die mich, ein gutes Beispiel, wenn die sagen, sag mal, Schiri, was hast du denn für einen Scheiß? Sag ich, Kollege, ich sag dir ja auch nicht, wie du spielst, Mann. Oder soll ich dir auch reinschreien, wann du schießen sollst oder nicht. Weißt du? Und so muss man den auch kommenden Spielern. Und dann hast du die eigentlich schon für dich gewonnen. Weißt das stimmt, ja. Ja. Und jetzt mal auf mich zurückzukommen, wir haben ja vorhin über dich geredet, was du so fallst. Ja. Oder jetzt auch gerade mit den Assistenten. Also ihr hattet, glaube ich, auch schon 3-4 Spieler an der Linie als Assistent. Selbst darf ich ab nächsten Jahr, ich bin nächsten Jahr in so einem Fördertalentkader, nicht E-Kader, das ist der nicht. Ich bin in so einem Kader, wo ich öfter mal so einen Typen an die Seite bekomme, der mich ein bisschen fördert. Und da darf ich dann wahrscheinlich anfangen, Herrenbereich zu pfeifen. Das ist gut. Bis 2. Kreisklasse. Das ist super, Steven. Und freust du dich schon? Ja. Juckst dir schon wieder den Finger, gell? Ja. Juckst schon wieder so die Pfeife. Ja, apropos Pfeifen, wir wollten nochmal zurückkommen, weil viele in diesen Schiedsrichtermappen, da habt ihr nur diese Barilla-Pfeifen drin. Diese Barilla-Pfeifen sind scheiße. Ja, genau, das ist hier die Fox. Aber die war auch drin im Set. Echt? Ja. Ich hatte noch eine gehabt im Set, da hatte ich die Brille, die Kugel drin. Die 9 ist so eine Fox 40 drin. Und ich kann nur jedem empfehlen, nehmt die Fox 40 Classic. Die Fox 40, das sind einfach. Ich habe noch diese rote, das ist die gleiche wie die hier. Ja. Weil ich meine, guck mal hier. Ich denke auch. Ja, genau. Die hat aber hier so ein Gummi noch dran zum drauf. Damit man so, ne? Ja. Ich finde einfach, dass diese Fox 40 Pfeifen, die sind auch einfach, die liegen auch händischer im Mund. Die hören sich auch besser an. Besser als diese mit Kugeln, weil wenn du da reinpustest, Alter, da hast du ja irgendwann nach einer Hälfte vom Spiel hast du ja Backenschmerzen. Und wie hast du. Die Pfeife, so hast du die so einzeln. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine Handschlaufe. Habe ich jetzt seit neuestem. Sonst hatte ich auch nur so ein ganz langes Band, was ich so immer meine Hand rumgewickelt habe. Ich habe es noch ganz altmodisch, ich habe nur ein Band. Ich habe meine 3 Pfeifen dran. Ich habe eine schwarze, gold und rot. Und mit denen arbeite ich schon seit Jahren. Seit meiner Schiedsrichterkarriere, wo ich angefangen habe. Und ich bin mit den Wundstück glücklich. Die sind gut. Ich habe noch eine Fox. Ich habe noch eine Hallenpfeife, eine neue. Aber die kann ich nicht benutzen, weil wenn du pfeifst, da geht praktisch, die haben nicht oben, so wie die, sondern die sind an der Seite offen. Wenn reinfasst, geht das gleich ins Ohr rein. Ja, ich mache meistens hier, habe ich eine Pfeife drin. Mhm. Und die zweite mache ich dann meistens. Du bist auch die Pfeife. Ja, ja, die dritte Pfeife bin ich dann. Hast ein gutes Thema gerade angesprochen, und zwar Halle. Habe ich auch auf meinem Zettel gehabt. Was machst du lieber? Du bist ja, pfeifst ja auch viel Futsal, habe ich gehört. Weißt du das? Ja, jetzt im Moment nicht. Ich bin aber dabei, in Hamburg mich jetzt, ich wollte gerne nur komplett umschalten auf Futsal. Ich habe leider jetzt in der Wintersaison überhaupt kein Spiel gepfiffen, weil ich war verletzt, Rippe angebrochen. Ah. Da konnte ich nicht. Ja. Okay, wird's wieder ausgestanden oder was? Ja. Und wenn es geht, würde ich nur Futsal pfeifen, aber der Rest mit Halle. Also gefällt dir Halle mit Futsal mehr als draußen? Ja, oder? Weil verdient das dann so Pluspunkte, ne? Ja, ich finde halt, einfach Halle hat einen Vorteil, du wirst nicht nass. Egal wo, du bist nicht nass. Du bist halt immer in der Halle. Es ist warm, es ist trocken und ich finde, es ist auch weniger verletzungsanfälliger, weil du ja immer nur die Linie hoch und runter laufen musst. Als ja, für dich natürlich, aber für die Spieler ist es verletzungsanfälliger. Vor allem der harte Boden. Ja gut, ja, klar, okay. Ja gut, aber draußen aber auch, wenn sie irgendwo reintreten und knicken, dann ist es Bein auch mal drin. Ja, aber an sich gut. Ist drin schon gefährlicher. Ja. Allein schon wegen den Banden und sowas. Ich finde, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich kann, wenn ich sagen würde, ich würde gerne auf Futsal pfeifen, ich würde aber auch gerne draußen pfeifen. Mhm. Und ich will jetzt, bin ich noch dabei, da muss ich noch den Verantwortlichen anrufen, Beach-Soccer-Ausbildung machen. Das ist geil. Habe ich mal gesehen und dachte, Mensch. Wollen wir ausprobieren, wa? Ja, warum nicht? Ich meine, als Schiedsrichter musst du alles ausprobieren. Und ich finde, Beach-Soccer kannst du schon im Sommer
Ist herrlich. Ja. So, wir hatten ja, du hast vorhin auch mal das Regelbuch angesprochen bei deinem Ritual. Ja. Es ist ja so ein Buch, ich habe das jetzt nicht mitgenommen, habe ich leider vergessen. Schade. Bist du so jemand, der privat dann auch mal sagt, ich gucke da rein, guck mir die Regeln nochmal durch, damit das sich vor allem jetzt in der Zeit nochmal festigt? Oder bist du so jemand, der sagt, ich setze das einfach um, ich weiß, wie das geht? Nee, auf jeden Fall, ich lese mir schon mal das Regel durch, wenn ich Regelfragen nicht habe. Aber ich trainiere auch immer durch die Schiedsrichterzeitung. Das ist Regelwerk drin. Mhm. Regelfragen drin, beantworte ich meistens von den 15 Fragen. Von 15 Fragen habe ich immer so 5 bis, ich sag mal so zwischen 3 und 5 falsch. Wenn sie am Anfang war es ein bisschen mehr durch die neuen Regeln, Umstellung, aber das groovt sich dann ein, weißt du, wenn du öfters mit den neuen Regeln arbeitest, dann fällt dir das auch leichter. Vor allem, das ist ja für das eine, ist es für Spieler sehr schwer, die neuen Regeln einzuhalten, aber zum anderen auch für den Schiedsrichter. Wir müssen ja jeder von Anfang an, vom ersten Spiel an, alle Regeln so umsetzen, wie die neu verfasst wurden. Ja, und ich sage auch immer, sogar die Spieler heute kapieren es immer noch nicht mit dem neuen Abseits. Wie ist das jetzt, wie ich sage, mit Einwurf, wann darf der Spieler an den Ball ran, im Strafraum und wann nicht, weißt du? Ja. Noch nicht mal die Spieler kapieren das. Und dann ist es halt schwer, das auch umzusetzen, wenn die Spieler dann dich fragen, was hast du da gepfiffen, was ist da gewesen mit dem im Strafraum, dass du da nicht reinlaufen darfst, bevor der das da berührt hat, ne? Ja. Die Regel. Wenn die Spieler das dann noch nicht kapieren, dann ist es auch für dich schwer, das umzusetzen, weil du dann jede einzelne Sache von den neuen Regeln erklären musst, was habe ich da gepfiffen, warum und wieso und was weiß ich. Ja. Also lernst du privat schon mal ein, nicht jetzt so, dass du jeden Tag oder jede Woche mal reinkommst. Nö, ich lege mir schon mal eine Regel durch, wenn ich denke, okay, wenn ich okay, wie weit die Frage hast du, vom Spiel denkst du dir, vom Spiel gehen so Sachen durch den Kopf, sagen wir mal so, was ist wenn, abseits, wie war das jetzt nochmal, so zum Beispiel, dann guckst du halt nochmal rein oder was? Ja klar, das mache ich, sogar auch mal in der Halbzeit, gucke ich auch mal rein. Ja, wenn ich die Frage hatte, sag, oh, was war nochmal in der 38 Minute, lese ich mir durch und sage, meistens liege ich dann mit meiner Entscheidung entweder richtig oder falsch. Aber 90% sind richtig, würde ich jetzt von mir behaupten. Ja. Ob es andere sehen, weiß ich nicht. Also sagst du auch, also ich sag ja mal persönlich, dass die ersten 15 Minuten eines Schiedsrichters auf dem Spiel das entscheiden, wie das Spiel verläuft. Und die zweite Hälfte. Immer die ersten 15. Ja. Ich wollte es nochmal sagen, Steve. Ja, aber vor allem die ersten 15 vom ganzen Spiel sind wichtig, weil du kommst drauf und zeigst den Spielern, welche Linie. Bin ich jetzt eher so jemand, der bei sowas schon abpfeift oder bei sowas, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie eng bist du am Regelbuch? Sagst du, ich habe jetzt noch ein, zwei Schritte Spielraum zu dem Regelbuch. Ich bin eher so jemand, der viel laufen lässt, dass das Spiel nicht so viel ins Stocken kommt. Und das sind halt die ersten 15 Minuten sind extrem wichtig für den Schiedsrichter und für die Spieler auf dem Platz. Welche Wege darf ich gehen, welche nicht? Weil das ist halt leider auch von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich. Ich lasse eigentlich relativ viel laufen, weil ich denke mir immer, die Spieler wollen spielen. Und ein guter Schiedsrichter ist der zwar präsent ist, aber sich im Hintergrund hält und das dann trotzdem... Ein Schiedsrichter soll nicht auffallen. Ja, richtig. Okay. Richtig. Und wenn die Trainer hinkommen und sagen, oh, das war eine gute Leistung und sagen, das war top, ja, das merkt also, dann auch dann ein. Weil also man sagt, ist es wichtig für dich auch, haben wir auch hier drauf, eine Bewertung nach dem Spiel von dem Trainer, von Spieler zu bekommen, die eventuell sagen, du hast gut gepfiffen, und dann aber noch ein, zwei Kritikpunkte geben, was man das nächste Mal besser machen könnte. Also jetzt nicht so welche, die kommen, ey, was hast du da für eine Scheiße gepfiffen, sondern wirklich kommen und sagen, gut gepfiffen, aber ich hätte jetzt die Situation vielleicht anders bewertet, nur fürs nächste Mal so. Also keine Bewertung. Ja, wir haben auch bei uns viele Schiedsrichterkollegen auch, die bei uns bei mir mit in der Nachwuchsgruppe drin sind, die auch selber spielen. Und wenn du natürlich zum Verein hingehst, sagen, okay, und dann spricht man da auch ganz anders, kann man mit den spricht man und sagt, hier, wie hast du das denn so gesehen? Und das machen wir schon so. Aber normalerweise spreche ich mit den Spielern nie. Ich gehe dann in meine Kabine rein, sage danke fürs Pfeifen. Wir machen dann Shake Hands und dann abklatschen. Ist ganz klar nach dem Spiel. Und wenn wir rauflaufen, machen wir es auch. Jetzt kommen wir aber mal auf die Profiligen zu sprechen. Ja. An ein Video oder ein Thema, worüber man, weiß ich nicht, wie viele Stunden Podcast machen könnte. Ja, lass mich raten, Steven, es ist der Videobeweis. Ja. Bist du pro oder contra? Nicht jetzt von der Grundidee, sondern von der Umsetzung, die derzeit der Fall ist. Ich sag 50% dafür, 50% dagegen.
Ich denke mir, 50, klar, da wo es um, ich finde, Videoassistenten einzubringen ist, wenn es um die Qualifikations, die letzten Spiele geht, wo es um, ich sag mal, um Pokal, internationale Pokalwettbewerbe geht. Da finde ich, sollte man ihn schon einsetzen und dann sollte man ihn aber so beschneiden, dass er nur wirklich so versteckte Fouls, wie Schlagen, wie Anspucken oder sowas, was der Schiedsrichter... Nee, Abseits nicht. Ich finde, Schiedsrichter soll selber mit seinem Gespann entscheiden, ob das Abseits ist oder nicht. Dafür sind ja die Fachmänner da. Und wenn der von oben eingreift und sagt, das war Abseits, überprüfen, weil ich meine, dann brauchen wir demnächst gar keinen Schiedsrichter mehr. Weißt du? Weil ich finde, da geht ja auch die Autorität des Schiedsrichters vergessen. Weil laut Regel 5 des Schiedsrichters heißt bei Punkt 2, Schiedsrichter hat, das ist eine endgültige Tat zu entscheiden, ist es Abseits, ist es Eckball, ist es Strafstoß oder nicht. Und wenn der von oben eingreift, dann nimmt er ihm doch die Autorität weg. Das Problem ist halt auch, dass das extrem viele Emotionen wegnimmt, von, auch jetzt von der Fanseite. Ich bin ja jetzt auf der einen Seite Schiedsrichter, auf der anderen Seite stehe ich ja auch gerne im Block bei den und sind es Leuten, Bengalos. Nee, bei den Leuten, die wirklich Stimmung machen. Und dieses Gefühl, die schießen ein Tor, aber du bist, kannst ja noch nicht sicher sein, so zählt es, kann ich mich jetzt freuen oder kommt gleich das Symbol, Videobeweis. Das sind halt auch auf der einen Seite, also an sich von der Fanseite aus bin ich auch, nein, von der Schiedsrichterseite aus, es kann helfen, wenn es richtig umgesetzt wird. Die momentane Umsetzung ist leider ein bisschen strittig, weil die greifen ja schon selbst bei den kleinsten Entscheidungen ein. Bei diesen Sachen, es wird gesagt, nur bei groben Fehlentscheidungen. Und dann so eine Sache, wo du sagen kannst, es kann gelb und es kann rot sein. Dann braucht man da nicht einschreiten. Der Schiedsrichter hat für sich entschieden, ich gebe die gelbe Karte, dann braucht er Videobeweis nicht einschreiten, ich gebe rot, weil es keine klare Entscheidung war. Genau. Und wo ich den Videoassistenten gut finde, ist zum Beispiel bei WM, EM, bei Club WM oder hier bei auch bei den Frauen, wenn die jetzt WM, EM spielen oder sowas. Oder auch diese internationalen, die machen doch die, was ist das, diese Nations League oder sowas. In dem Ding, ja, da über die Nations League wollen wir jetzt erstmal gar nicht drüber sprechen. Ist das aber so, dass ich da finde, dass man da oder Champions League, Europa League, dass man da den Videoassistenten einsetzen sollte, weil es da um Millionen geht. Okay. Ja. Aber Bundesliga, wenn die sich entscheiden, das sind ja immer die gleichen Gespanne. Die, wenn die angesetzt werden, das sind ja immer die gleichen Gespanne, die zusammen agieren. Ja. Und dann finde ich, dann sollen die auch zusammen das Spiel über die Bühne bringen. Und der Videoassistent sollte nur eingreifen, wenn zum Beispiel irgendwen einer spuckt oder irgendeinen schlägt. Klare Fehlentscheidung. Genau, die der Schiedsrichter im Rücken nicht sehen kann, weil da Traube um ihn herum sind. Ja, das ist halt auch die Sache. Also wir wollen jetzt nicht so heftig auf dieses Thema eingehen. Das sollte nur so ein kleiner Randnotiz werden, vielleicht für nächstes Thema, für nächsten Podcast. Ja. Geteilte Meinung. Beenden wir das Thema einfach mit geteilter Meinung. Richtig. Wir haben nämlich wahrscheinlich bald den nächsten Podcast-Termin, wir beide. Eventuell noch, wenn es wieder geht, in einem Monat mit der dritten Person. Ja. Kann ja alles sich verbessern. Um auf das Thema direkt einzugreifen, richtig guter Übergang. Wie hältst du dich fit? Wie erlebst du diese momentane Phase jetzt nicht aus der gesellschaftlichen Sicht, sondern für dich zu Hause so? Klar, fehlt Fußball, Schiedsrichter, das. Aber wie hältst du dich vor allem körperlich und regeltechnisch fit? Also regelmäßig mache ich meine Schiedsrichterzeitung. Ich habe die hier immer alle und ich pick mir dann immer einen raus und mache dann einfach die Regeln. Und ich sag mal, umso öfter man es wiederholt, umso besser wird's. Und im Fit halten, ich bei uns auf Arbeit gehe ich einmal die Woche auf, haben wir ein Fitnessstudio auf Arbeit. Das ist aber leider geschlossen wegen Corona. Und ich gehe einmal den Monat oder alle 14 Tage oder jede Woche gehe ich zu unserer Schiedsrichter-Fitness. Achso, ja, das gibt's bei euch, ja. Ja, da gehe ich hin. Das ist ganz lustig. Immer rhythmisch, ist immer lustig, wenn du da rhythmische Gymnastikübungen in der Gruppe machst. Ja. Aber also generell erlebst du diese Zeit auch, dass du dich versuchst fit zu halten. Ja, und Fahrrad fahren. Ja. Also halt. Und in die Sauna gehen, um zu entspannen. Das Beste tun, um diese Zeit zu überbrücken. Ja, ich finde, es hat auch was Positives, wenn man kein Fußball ist. Weißt du, man ist immer so angespannt. Und ich finde, Fußball ist schön, aber ich finde auch, ohne Fußball kann es auch mal sein. Weißt du, es ist einfach so ein bisschen entspannt. Ja, klar, es fehlt extrem viel. Ja, ich finde, klar juckt's und man weiß nicht, was man im Fernsehen gucken soll. Weil ich habe zum Beispiel auch den Anbieter hier. Ich möchte den Namen nicht mit dem großen D am Anhören und Atzen. Am Ende. Habe ich auch. Und ja, und du weißt, was ich meine. Und da fehlt mir halt auch schon so die Fußballweise. Also wenn du guckst, Sonntagabend, Samstagabend, Topspiel, Serie A, 8:45, ist nichts. Ja, das
fehlt auf jeden Fall momentan extrem, aber auch die Zeit werden wir überstehen. Das hatten wir auch schon im letzten Podcast gesagt mit Lukas. Wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Hast du das Video gesehen? Ja. Mit das letzte jetzt von vorgestern oder so? Ja. Sehr gut. Wunderschön. Wunderschön. Ja, perfekt. sonst sind wir eigentlich gut. Natürlich am Ende kann man sagen, dass nicht alles perfekt ist im Schiedsrichterwesen. Klar wird es solche und solche Tage geben. Es wird auch solche und solche Leute geben, die euch dabei entgegenkommen. Als Trainer, als Spieler, was weiß ich. Aber generell kann man sagen, es ist ein guter Job. Man lernt viel dazu, vor allem Selbstbewusstsein. Und man kommt einfach unter die Leute. Man ist der Herr auf dem Feld. Man kann auch immer sagen, ich entscheide jetzt. Und du kommst auch einfach, sagen wir mal, an gute Schiedsrichterkollegen. Man kommt zusammen. Was weiß ich, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Nebenjob, nenne ich es jetzt mal, Doppelneben. Und wunderschön gesagt, Steven, wunderschön. Ja, ich danke dir. Ja. Und wohlwollende Worte hat er sich dafür wieder benutzt. Und was auch ganz wichtig ist für die Leute, die sich jetzt dagegen entschieden haben, wegen diesen ganzen Minusaspekten, die wir in diesem Laufe des Podcasts aufgesagt haben, aber auch ihr solltet Verständnis für den Schiedsrichter aufopfern, dass er oft alleine ist, vor allem bei Jugendspielen, tieferen Bereich oder generell auch Herrenspiele im ganz tiefen Bereich. Einfach mal Verständnis für die Entscheidung aufbringen. Ihr macht auch Fehlentscheidungen und wenn das gegenseitig akzeptiert wird, dann denke ich mal, wird auch vor allem der Amateurbereich wieder einen großen Aufschwung erleben an Schiedsrichterzuwachs, an Fairness, an was weiß ich, in allen Kreisen. Ja, obwohl ich eigentlich sage, die Fairness muss eigentlich vom Trainer ausgelebt werden, weil der Trainer ist ja für die Mannschaft zuständig. Und wenn generell der ganze Teamstab. Ne, genau, und wenn, wenn der dann, Kapitän hat viel zu sagen. Ja gut, aber ich meine, der Kapitän kann nur begrenzt, der ist ja nur begrenzt eingreifen. Und die meisten machen ja nichts. Die meisten wissen ja nicht mal, warum die Kapitän sind. Das ist ja das Schlimme. Ja. Nur das nochmal so am Rande zu erwähnen. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit unserem Podcast. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass wir den Mindestabstand hier eingehalten haben. Von 2 Metern? 1,50. Ja, Minimum 1,50. Ja, aber wir haben immer den Abstand hier eingehalten. Wir sind zu zweit, keine dritte Person, also haben wir alle Regeln eingehalten. Wir sitzen hier im Vereinshaus vom FCN, im Clubraum. Und der Sportplatz ist leider gesperrt, so wie viele andere auch. Aber das lässt sich momentan nicht vermeiden. Wenn sich jeder an die Regeln hält, guckt euch einfach das letzte Video an. Und hast du noch was zu sagen? Ja, erstmal vielen Dank, Steven, für deine Einladung. Ja, du weißt ja, wenn. Auch vielen Dank, dass du hergekommen bist. Auf jeden Fall, Steven, wenn du rufst, ist ja klar, dass ich dann meine Wenigkeit dann hier auch, dass ich dazu zu dir kommen und dein Video oder den Podcast mitmachen. Mir hat es auch Spaß gemacht und nicht vergessen, Leute, abonniert Steven Seed seinen Kanal. Scheißegal, Steven Seed geschrieben. Abonniert ihn, ich habe ihn auch abonniert. Guckt auf jeden Fall auch bei Lukas auf Instagram vorbei. Ich verlinke euch hier unter dem Video seinen Instagram-Account. Ja, nee, hier ist hier unten, seht ihr hier unten eingeblendet. Ich wünsche euch frohe Ostern natürlich auch. Ich glaube, dass es nach Ostern rauskommt, aber dann, ich hoffe, ihr habt schöne Ostertage gehabt. Wünsche ich euch auch und denkt dran, wer Ostern mit den Eiern spielt, hat Weihnachten die Bescherung.